Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Train Simulator 2021. Der Danny spielt das. Wir befinden uns heute hier in Riesa, Hauptbahnhof. Und ja, dies ist der zweite Teil der 3D-Zug Fahrzeitreihe. Dresden 16509 an die Fahrdienstleitung, bitte kommen. Fahrdienstleitung hört. Die Zugübernahme in Riesa ist abgeschlossen. Ich bin abfahrtbereit in Richtung Dresden Hauptbahnhof. Alles klar. Dann auf nach Dresden. Wenn nichts ist, melde dich im Hauptbahnhof. Mache ich, dann bis später. Ihr habt's gehört. Wir befinden uns jetzt hier in Riesa Hauptbahnhof und sollen diesen Zug nach Dresden Hauptbahnhof bringen. Was wir natürlich auch tun werden. Und jetzt hier ein wenig den Tempomat einstellen. So, so geht's besser. Ah, das war zu weit. So ist es richtig, auf 80. So, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das Ganze natürlich jetzt eine Hamsterbacke. Wie ich finde, auch sehr schön. Und das sind unsere Halte. Es sind doch einige. Ich finde. So. So, wir sagen, wir dürfen abfahren. Dann werden wir das auch tun. Erste Station Glaubnitz auf Gleis 1. Wir begrüßen Sie recht herzlich im Saxonia Express zur Fahrt nach Dresden Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Also das mit dem Tempomat finde ich sehr angenehm, muss ich wirklich sagen. Wir begrüßen alle in Riesa Zugestiegenen im Regionalexpress 16509 der Linie RE50 Saxonia Express auf der Fahrt nach Dresden Hauptbahnhof. Der nächste Halt des Zuges ist in Kürze Glaubitz bei Riesa. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. So, ich glaube, Hamsterbacke bin ich noch gar nicht so oft gefahren. Ich glaube, erst einmal. Und das ist doch mal wirklich eine sehr willkommene Abwechslung, muss ich wirklich sagen. Fahren.
Nächste Station, Glaubitz. Ausstieg rechts. So, unsere erste Station. Den Reichweite wollen wir mal ein bisschen bremsen. Öffnen die Türen. So, pünktlich erreicht, würde ich sagen. Nächste Station Nünchitz. Ne, Nünchritz. Gleis 1. Nünchritz. Wenn, dann muss man das ja auch ordentlich und vernünftig aussprechen. Dann haben wir noch Priestewitz, Niederau, Weinbohler, Coswig, Radebeul, Dresden-Neustadt und schließlich Dresden-Mitte und Dresden-Hauptbahnhof. Da kommt unsere Hamsterbacke. Nächste Station, Münchritz. Ausstieg rechts. Öffne die Türen.
So, und jetzt stellen wir uns mal da vorne hin. So. Auf geht's nach Priestewitz. Ja, die Hamsterbacke hat schon was. Ist schon ein geiler Zug. Auch wenn es ein Triebwagen ist. So, dann dürfen wir gleich auf 130 aufschalten, was ich auch sehr schön finde. Ah, hier ist die Sicht leider etwas eingeschränkt. Nichtsdestotrotz doch sehr schön. So, Priestewitz ist dann jetzt auch gleich erreicht.
Nächste Station, Priesterwitz. Ausstieg rechts. Wird ein wenig eng, obwohl es klappt. Es klappt, es klappt. So, nächste Station ist dann Nidau. Ja, ich bin ein wenig über 60 drüber. Ich glaube, das ist noch im Rahmen zu vertreten. Im Simulator auf jeden Fall, hoffe ich. Ach, jetzt dürfen wir.
Leider zieht sich dieses Szenario etwas, muss ich wirklich sagen. Also spannend ist alles anders. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Nächste Station, Niederau. Ausstieg links. So, Niederau ist auch in Aussicht oder in Sichtweite. Türen auf. Nächste Station ist dann auch schon in Sichtweite. Weinbola.
Nächste Station, Weinböhler. Ausstieg rechts. So, willkommen in Weinböhler. Oder, nee, Weinböhler ist das, Weinböhler. Nächste Station dann schon Coswig. Danach dann noch Radebeul und dann sind wir auch schon in Dresden. Wunderschön. Nächste Station, Coswig. Ausstieg rechts. Verehrte Fahrgäste, in Coswig besteht Anschluss an die S-Bahn-Linie S1 nach Meißen-Triebischtal. Planmäßige Abfahrt ist 9.26 Uhr von Gleis 1. An den Schienenersatzverkehr der RB31 nach Kosebaude. Planmäßige Abfahrt des Busses ist 9.29 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Des Weiteren haben Sie noch Anschluss an die S-Bahn S1 nach Bad Schandau über Dresden. Planmäßige Abfahrt 9.30 Uhr von Gleis 3 am gleichen Bahnsteig. Ein etwas actionloses Szenario an dieser Stelle. Aber ich glaube, das gehört auch mal dazu, dass man auch mal solche Szenarien fährt. Ich hoffe doch, die nächsten Teile werden spannender. Besonders die Sache mit dem Kranzug, die dann noch folgen werden. Ich lasse mich da auf jeden Fall weiter überraschen und bin gespannt.
Eieieiei, das wird hart. Da muss ich mal kurz zurück, glaube ich. Eieieiei. Ein wenig verbremst, passiert dem besten Triebfahrzeugführer. Scheiße! Ich glaube, ich fahre verkehrt herum. Aber das kann auch mal passieren. Sollte aber nicht passieren. Um Gottes Willen. Was habe ich nur getan? Eieiei, das ist mir ja noch nie passiert. Da war ich ja total abgelenkt.
Vielleicht schaffe ich es ja doch noch pünktlich anzukommen. Ich ein wenig schneller fahre. Ist zwar nicht erlaubt. Das ist ja Gott sei Dank nur ein Simulator. Da kann man immer ein bisschen tricksen. Nächste Station, Radebeul Ost, Karl-May-Museum. Ausstieg links. Übergangsmöglichkeit zur Schmalspurbahn in Richtung Radeburg und Moritzburg. Ach, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Das wird nicht ganz reichen. Glaube ich nicht, oder? Na, es hat nicht ganz gereicht. Egalo. So, dann auf nach Dresden. Da sind meine zwei X'e. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nur um das Szenario an sich. Weil das kein besonders spannendes Szenario ist, muss ich ehrlich sagen.
So, nächste Station Dresden-Neustadt auf Gleis 3. Auf 70 runter. Nächste Station, Dresden-Neustadt. Ausstieg rechts. Meine Damen und Herren, Ihre weiteren Reisemöglichkeiten ab Dresden-Neustadt. Sie haben Anschluss an die S-Bahn Linie S2 nach Pirna. Planmäßige Abfahrt ist 9.31 Uhr von Gleis 2. An den Regionalexpress der Linie RE2 nach Liberec 9.36 Uhr von Gleis 3. An die Regionalbahn der Linie RB34 nach Kamenz in Sachsen, 9.42 Uhr von Gleis 3. An die Regionalbahn der Linie RB33 nach Königsbrück, 9.49 Uhr von Gleis 4. An die S-Bahn S1 nach Bad Schandau, 9.50 Uhr von Gleis 2. Die Regionalbahn nach Dresden Hauptbahnhof über Dresden-Neustadt, Dresden-Mitte, 9.53 Uhr von Gleis 8. Sowie an die S-Bahn S2 nach Dresden Flughafen, 9.55 Uhr von Gleis 1. An Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen, wünschen wir noch einen schönen Tag und sagen auf Wiedersehen. Nächster Halt Dresden-Neustadt. So, Dresden-Neustadt, dann Dresden-Mitte und schließlich Dresden-Hauptbahnhof. Da fährt ein IC2.
So, wir werden uns mal kurz hier ein wenig umschauen, auch wenn ich mich schon wieder heillos verbremst habe. Aber das Bremssystem von der Hamsterbacke ist sowas für sich, muss ich ehrlich gestehen. Ich komme da nicht so gut mit klar. Thank you.
Express. Auf Wiedersehen. Aufstieg rechts. So, und damit laufen wir in den Endbahnhof Dresden Hauptbahnhof ein. Verehrte Fahrgäste, dieser Zug endet in Dresden Hauptbahnhof. Wir bitten Sie alle auszusteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Mitfahrt und würden uns freuen, Sie wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. Es besteht Anschluss zur S-Bahn-Linie S3 nach Tarant, planmäßige Abfahrt 9.34 Uhr von Gleis 9. An die S-Bahn S2 nach Pirna, 9.40 Uhr von Gleis 13. An den Regionalexpress der Linie RE15 nach Hoyerswerda, planmäßige Abfahrt 9.51 Uhr von Gleis 2. An den Regionalexpress der Linie RE3 nach Zwickau Hauptbahnhof, 9.51 Uhr von Gleis 11. An die Regionalbahn der Linie RB81 nach Zittau, 9.55 Uhr von Gleis 8. An die S-Bahn S1 nach Bad Schandau, planmäßige Abfahrt ist 9.59 Uhr von Gleis 13. Sowie an die Regionalbahn der Linie RB30 nach Zwickau, planmäßige Abfahrt 10.03 Uhr von Gleis 9. Wir verabschieden uns von Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Dieser Zug endet in Dresden Hauptbahnhof. Wir bitten Sie alle auszusteigen. Auf Wiedersehen. Ja, damit endet auch dieses Video für heute und das Szenario ebenfalls. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wobei dieses Szenario doch relativ langweilig war und ich noch nicht genau weiß, ob ich es veröffentlichen werde. Ihr werdet sehen auf meinem Kanal, ob es veröffentlicht ist oder nicht. Ich muss mir da noch Gedanken zu machen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch ein sehr schönes Restwochenende. Genießt es, habt eine schöne neue Woche und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Bleibt mir treu, bleibt gesund, bleibt sauber. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich lasse euch jetzt noch ein wenig alleine, bis hier soweit alles abgelaufen ist. Und sag schon mal ciao, servus und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.
16509 an die Fahrdienstleitung, bitte kommen. Fahrdienstleitung hört. Ich wollte Bescheid geben, ich bin in Dresden Hauptbahnhof angekommen. Prima. Du wirst um 10 Uhr die S-Bahn nach Meißen übernehmen. Alles klar, verstanden.